ich bin jetzt 1,5 Jahre oder was so in dem Amt des Cheftrainers und ich habe eine Mannschaft vorgefunden und es hat sich wahnsinnig entwickelt. Wir hatten, glaube ich, letztes Jahr eine Mannschaft, die qualitativ, ich glaube, das weiß jeder, wird auch jeder so mir zustimmen, qualitativ besser war als diese Mannschaft dieses Jahr. Trotzdem sind wir in der Bundesliga mit 7 Punkte vorne. Wir haben alle Möglichkeiten, auch wenn wir so spielen und ein bisschen effizienter sind, auch im Rückspiel gegen Paris, in Paris das Halbfinale zu erreichen. Das ist auch unser Ziel. Mir macht es mit meinem Trainerteam enorm viel Spaß. Wir sind absolut fokussiert und ich glaube, das sieht man auch an der Mannschaft, weil ich auch das spüre, dass meine Mannschaft absolut auch loyal mir gegenüber ist. Und das sind die Dinge, für das entscheidend ist. Wenn ein Team zusammenhält, sind alle mit dabei, Trainerteam, es ist der Staff mit dabei und jeder einzelne Spieler. Und auch die Spieler, die nicht spielen, alle sind wahnsinnige Profis, die, auch wenn sie weniger spielen, ja, immer eher im Training 100% Leistung bringen. Das sind die Dinge, die für mich wichtig sind und das sind die Dinge, die auch die Mannschaft so rüberbringt. Und die Dinge, die ansonsten reingetragen werden, ich weiß es, das ist natürlich auch im Vorfeld auch von mir ein bisschen auch gewesen, wo ich auch einen Teilschuld dabei habe. Aber seit ich gesagt habe, wir vergessen alles und wir gehen jetzt fokussiert in die Zukunft, bin ich derjenige, der, wo ich auch sagen kann, ich versuche, das Ganze so zu lösen oder auch so zusammenzuarbeiten, dass es im Sinne des Vereins ist. Und alles andere, was ansonsten an Störfeuer kommt, das kommt nicht von mir. Da will ich mich auch nichts dazu mehr äußern, auch in Zukunft nicht mehr. Wirklich jetzt, ich weiß, Sie alle haben Ihre Aufgabe, Ihren Job ist es, immer möglichst gucken, ja, dass man aus dem Flick oder irgendwas rausbekommt, was Neues ist. Und ich verstehe es absolut. Aber verstehen Sie auch bitte, dass ich in Zukunft nur noch, wenn so eine Frage kommt, dann die Antwort sage, bitte die nächste Frage. Weil ich habe mit dem wirklich keine Lust mehr, weil die Mannschaft, ja, das ist so eine geile Mannschaft und es macht so viel Spaß, mit der auch zu arbeiten. Die hat es verdient, dass wir jetzt in der wichtigen Phase, die bei uns jetzt kommt, ja, Union, Paris, Wolfsburg, sie haben einfach auch letztendlich das Recht dazu, ja, dass man sich wirklich auf diese Dinge konzentriert, die entscheidend und wichtig sind. Ruhe für Sie im Umfeld zu haben und da müssen wir uns alle daran halten. Sagen Sie denn jetzt, ja, ich erfülle meinen Vertrag bis 2023? Nächste Frage. Ich habe es mir gedacht. Wenn du schnell eine andere hast, bist du noch dran, nein. Ansonsten übernimmt nein, der nächste Kollege. Frage. Zweite Frage, wissen Sie, was kommt? Zu allem anderen ist alles gesagt. Danke.